I'm traveling around the world to meet some of the people who have been testing the 572 XP in their environment. So today, I'm going to meet up with the Amstutz brothers. If I ever manage to get there. I'm Andy Campbell, and this is Switzerland. Mein Name ist Horst Amstutz. Ich arbeite im Wald schon seit 1996. Mein Name ist Philipp Amstutz. Ich komme von Röbevelier, wohne auf einem elterlichen Betrieb und arbeite im Forst schon seit der Kindheit auf mit meinem Vater zusammen. Ich denke sicher, das Erste ist, wenn ich im stutzigen Gelände ist. Und dann sicher auch das Wetter, zwischen kalt und warm, Schnee und Regen. Ich denke, das ist das Härteste manchmal. Gewisse Fahrer, Fußgänger, Steinschlag, ist mehr Gefahren ausgesetzt sein manchmal. Hello guys, good to catch up with hello. You. Hello, Andy. How are you? Hello, Andy. This is really interesting. I've never seen any felling done like this before. Would you like to show me how you do it here in Switzerland? Yeah, kannst du mitkommen, ich zeige dir's. Ja, wir sind hier in der Lawinenschutzzone. Die Bäume um einen Meter höher absagen. Wir haben weiter nicht das Dorf Interlaken. Da hier ist die Gefahr von Steinschlag. In diesem Tobel, das sammelt sich unten zusammen und geht weiter. Wegen dem hat man da hier die Bäume ausgewählt, die man quer hat zu Boden gelegt. Also es gibt ja gewisse Methoden, die man gegen Steinschlag vor allem schützen kann. Das ist, dass man gruppenweise fällt im Wald. Wo man tut es meistens auf einen Meter oben abschneiden und dann quer liegen. I noticed that you've been using the 572 XP. How does that fit into your requirements? Ja, was einfach wichtig ist für mich, sage ich, muss einfach handlich sein. Und es ist sehr beweglich, sehr kompakt, es ist alles schön nach beieinander. Und dann, eben, weil wir in der Hänge arbeiten, ist für mich wichtig, dass sie nicht schwer ist. Also für mich ist das wichtigste Gewicht-Leistungsverhältnis. Und sie ist kompakt, wie der Urs auch sagt, und auch handlich. Vom Gewicht und die Leistung ist vor allem da. Das schaut etwas raus. I think the 572 fulfills everything that the Amstutz brothers need on these slopes. They've got very high power to weight. They've got fantastic maneuverability and also the auto tune, which is going to deal with the fluctuations in altitude. Wenn man den auf der Höhe abholt, soll der möglichst schnell austrocknen. Wegen dem tut man da so Streifen schneiden, damit der Borkenkäfer nicht aktiv werden kann in diesem Stamm, in diesem Rest. Okay, Andy. Ich glaube, wir gehen etwas essen. He? Etwas typisch Schweizerisch. Lass dich überraschen. He? For more tests in extreme environments, check out the other episodes from the World Tour.